Ja, da bin ich schon wieder. Ich denke, dann starten wir nach der Pause. Ich hoffe, Larissa und Philipp sind bereit. Ich habe nämlich jetzt die Ehre, den letzten Vortrag unseres Konferenztages anzukündigen. Ja, Larissa, Philipp, danke, dass ihr da seid. Hallo. Larissa ist Doktorandin an der Universität zu Köln und sie forscht zu Diskriminierung am Arbeitsmarkt. Und Philipp ist einer der Gründer von Candidate Select. Und er leitet das Projekt FAIR und das beschäftigt sich mit diskriminierungsfreien Recruiting-Algorithmen. Und der Vortrag von den beiden behandelt genau dieses Thema, also wie man messen kann, ob Algorithmen bei Einstellungsentscheidungen diskriminieren. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt und übergebe euch das Wort. Ja, danke Katharina. Wir machen das Video jetzt auch aus, dann fällt es uns ein bisschen leichter, den Mindestabstand auch einzuhalten. Ich hoffe, man versteht uns gut. Wenn nicht, bitte Informationen an uns. Und wir freuen uns sehr, über unser Projekt FAIR sprechen zu können, was wir als CASE zusammen mit der Universität Köln und ein paar anderen Partnern machen. Ich habe hier mal alle Projektpartner auf der Folie, das heißt Candidate Select und Universität zu Köln, sind Projektpartner und Förderpartner und arbeiten sehr stark inhaltlich. Wir haben aber glücklicherweise noch ein paar assoziierte Partner im Projekt. Das sind unsere Praxispartner, die alles, was wir in dem Projekt entwickeln, dann auch direkt einsetzen können und uns Feedback geben können. Der beste Algorithmus ist nämlich ohne Daten nicht der beste Algorithmus. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig. Und die Partner da sind die Deutsche Telekom, Simon Kucher und Partners. FIGA ist vielleicht eine kurze Erklärung, ist ein sitzt im Sauerland und macht vorwiegend Rohre, Hidden Champion. Und Studitems ist ein Personaldienstleister nur für Studenten. Genau, das sind also unsere assoziierten Partner in dem Projekt, mit denen zusammen wir daran arbeiten wollen, Recruiting-Algorithmen zu entwickeln, die nicht nur effiziente, sondern auch diskriminierungsfreie Entscheidungen treffen können. Das Projekt wird gefördert, glücklicherweise sehr großzügig, vom Land NRW und der Europäischen Union durch den EFRE-Fonds. Das gesamte Projektvolumen liegt bei knapp 1 Million Euro, und die Projektdurchführung ist von Anfang 2020, also sind es ungefähr 3 Monate im Projekt, bis Ende 2021. Und wir würden gerne ein bisschen vorstellen, was wir in dem Projekt vorhaben, was wir schon gemacht haben und weil uns das jetzt gerade am Anfang sehr beschäftigt hat, wo wir eigentlich die Unterschiede sehen zwischen fairem Recruiting, diskriminierungsfreiem Recruiting, effizientem Recruiting, wo da die Definitionsunterschiede sind und wie man das jeweils ganz gut messen kann. Genau. Ich steige einmal ein mit einem Status quo zu Algorithmen im Recruiting. Wie sieht das eigentlich aus mit künstlicher Intelligenz? Algorithmen ist sicherlich ein Buzzword. Sehr, sehr viele reden drüber. Es gibt aber noch gar nicht so viele Tools, die man wirklich als Recruiter anfassen kann und nutzen kann. Also es wird mehr darüber geredet, als dass man damit wirklich schon arbeiten kann. Und dementsprechend sagen 81% der Recruiter hier in der einen Studie auch, dass sie das zwar für zukunftsweisend halten, aber mehrheitlich nur geringes oder gar kein Wissen darüber haben. Das findet man auch in einer anderen Studie. Da gab lediglich ein Viertel der Personale an, dass sie über die Einsatzmöglichkeiten und Funktionsweisen ausreichend Wissen haben. Das heißt gar nicht darüber, wie das ganz genau funktioniert, sondern alleine schon, wie ich das einsetzen kann. Und auch die Akzeptanz bei den Bewerbern ist vorhanden, aber noch nicht riesig. Das heißt, ein Viertel der Bewerber kann sich auch nur mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in Bewerbungsprozessen anfreunden. Hier aber direkt zum Eingang ein sehr interessanter Punkt. Es ist nämlich so, dass Frauen stärker auf Algorithmen vertrauen als Männer. Und das ist ein bisschen überraschend, weil bei vielen Digitalisierungsthemen, wenn man da auf Akzeptanz guckt, Männer technikaffiner sind als Frauen. Also der Stereotyp da leider greift. Aber gerade jetzt hier bei Algorithmen in der Personalauswahl sind Frauen ist bei Frauen die Akzeptanz höher. Und das kann man so ein bisschen dahingehend interpretieren, dass eine Diskriminierung am Arbeitsmarkt stattfindet, von der wissen alle, und dass Frauen das stärker realisieren, dass Algorithmen für sie eine Chance bedeuten, diese Diskriminierung vielleicht abzubauen. Denn, das ist der andere Status quo, es gibt Diskriminierung in Einstellungsentscheidungen. Da können wir gar nicht dran, kommen wir gar nicht dran vorbei. Wir haben das heute Morgen beim Jonas schon ein bisschen gesehen, wo wir auch einen klaren Geschlechterunterschied haben.
der auch unabhängig davon war, ob Männer oder Frauen durch Männer oder Frauen bewertet wurden, weil wenn Frauen durch Frauen bewertet wurden, sogar noch stärker. So gibt es aber ganz, ganz viele Studien, die das zeigen. Ich habe hier eine mal 16 auf die Slide gepackt, es gibt noch viel, viel mehr. Die Slides gibt es ja im Nachgang. Und das sind alle Studien, die zeigen, dass nach Geschlecht, nach Herkunft in Einstellungsentscheidungen diskriminiert wird. Das ist oft ein sehr, sehr gutes und einfaches Studiendesign, nicht einfach im Sinne der Durchführung, das war früher durchaus aufwendig, wird jetzt durch die Digitalisierung leichter, aber man schickt fiktive Lebensläufe an Unternehmen und guckt, welche Unternehmen sich zurückmelden. Und in diesen Lebensläufen kann man dann eben randomisiert verschiedene Sachen austauschen und dann lässt man alles gleich und tauscht nur das Geschlecht aus und kann eben dadurch dann ganz gut messen, ob es Diskriminierung gibt. Das Interessante an diesen Studien ist, dass die Diskriminierung meist stärker ist, umso weiter man vom Bewerber weg ist. Das heißt, in frühen Selektionsschritten, wo ich wirklich nur auf den Lebenslauf gucke, wo der Bewerber noch relativ unpersönlich ist für mich als Recruiter, ist die Diskriminierung größer als in Situationen, wo ich näher dran bin. Also wenn ich dann in einem Interview bin und miteinander spreche und ganz, ganz viele Vorurteile auch abbauen kann. Und das deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass es gar keine bewusste, absichtliche Diskriminierung ist, sondern eher implizit. Und auch darüber haben wir heute schon relativ viel gehört. Oder dass es auch noch nicht mal Diskriminierung ist, in dem Sinne, dass es wirklich nicht böse gemeint ist, sondern dass man einfach gewisse Profile, die einem selbst, die von einem selbst weiter weg sind, schlechter versteht. Also Beispiel indische Abschlüsse nochmal. Wenn sich jemand bei mir aus Indien bewirbt, der an einer indischen Hochschule war, dann sagt mir das als Recruiter natürlich viel, viel weniger, als wenn ich einen deutschen Kandidaten vor mir habe. Den kann ich besser einschätzen, deswegen hat er weniger Risiko. Und dann ist es vielleicht sogar rational richtig, dass ich den risikoärmeren Kandidaten einstelle. Unterm Strich passiert aber dann dennoch das, was wir alle vermeiden wollen, der eine Kandidat wurde diskriminiert. Das FAIR-Projekt ist kein Projekt, wo wir uns theoretisch diesen ganzen Fragestellungen nur nähern wollen, sondern wo wir wirklich Dinge entwickeln wollen. Das heißt, ich habe hier auf der Folie mal ein Beispiel Lebenslauf von Sophie und da sieht man alles, was man so auf dem Lebenslauf normalerweise erwartet. Der erste große Bereich ist die Bildung. Darüber hat mein Mitgründer Jan eben sehr ausführlich gesprochen. Das würde ich ein bisschen auslassen. Aber da gibt es sicherlich schon Tools, wohl auch von uns, mit denen man Bildungsabschlüsse fair und effizient vergleichen kann. Der nächste große Punkt ist meistens die Arbeitserfahrung. Und da kommt auch auf der nächsten Folie noch ein bisschen mehr. Das ist nämlich der erste Punkt, den wir uns jetzt in dem FAIR-Projekt rausgenommen haben, um zu gucken, wie kann ich eigentlich Arbeitserfahrung fair einschätzen. Komme ich gleich zu. Aber auch andere Sachen, die auf Lebensläufen zu finden sind, wie soziale Aktivitäten oder Kenntnisse, sind Themen, mit denen wir uns im Rahmen des Projektes beschäftigen werden. Und da finde ich es auch wirklich interessant, weil da auch für mich gar nicht unbedingt klar ist, inwieweit soziale Aktivitäten wirklich die erwartete Produktivität steigern oder inwieweit sie nur gesellschaftlich wünschenswert sind. Und das ist natürlich für Unternehmen ein relevanter Unterschied. Ich möchte vielleicht Personen einstellen, die gesellschaftlich wünschenswerte Dinge tun, aber fürs Unternehmen sollte es natürlich um die Produktivität der Mitarbeiter gehen bei der Einstellung. Genau. Ich gehe noch einmal ein bisschen dezidierter auf die Bewertung von Arbeitserfahrung ein. Das muss man sicherlich immer tun mit Blick auf die zu besetzende Position, weil nicht jede Arbeitserfahrung für eine bestimmte Position gleich wertvoll ist. Das heißt, es kann sein, dass ich etwas gemacht habe, was für bestimmte Positionen sehr wichtig und sehr gut ist und für andere Positionen nicht so interessant. Das heißt, mit Blick auf die zu besetzende Position muss unser Algorithmus einschätzen, was hat eine Person gemacht? Und da müssen wir vor allem erstmal ganz, ganz viel clustern, um aus diesen Textangaben ein Mapping zu generieren, dass ich verschiedene Kategorien habe. Und in diesem Was stecken auch zwei Sachen drin. Da steckt einmal drin, welche Tätigkeit habe ich ausgeführt? Und dann kann ich mich fragen, wie gut diese Tätigkeit zu der besetzenden Position passt. Und da ist aber auch oft Hierarchie drin. Die Jobbeschreibung drückt auch aus, in welchem Karrierelevel ich mich befunden habe. Und auch das ist eine relevante Information, die ich aber davon trennen sollte, was inhaltlich gemacht wurde. Dann die Frage, wo? Wie kann ich verschiedene Arbeitgeber erkennen und dann ranken? Auch eine sehr, sehr spannende Frage, mit der wir uns aktuell beschäftigen. Es ist aber auf jeden Fall relevant, weil ob ich bei einer Top-Beratung als Consultant gearbeitet habe oder als Freelance-Consultant die Lücken in meinem Lebenslauf gefüllt habe, macht sicherlich einen großen Unterschied.
Dann ganz spannende Frage, wann, wie lange bin ich einer Beschäftigung nachgegangen? Da wird das Modell dann zeigen, wo für verschiedene Tätigkeiten da ein Optimum liegt. Das ist, glaube ich, ganz klar, wenn ich alle 2 Monate meinen Job wechsle, dann habe ich mich nicht eingearbeitet, dann habe ich nicht viel gelernt. Das ist sicherlich nicht gut. Andererseits, wenn ich 30 Jahre das Gleiche tue, ist meine Lernkurve wahrscheinlich auch nicht mehr wahnsinnig steil. Das heißt, was ist in verschiedenen Beschäftigungsfeldern eigentlich die optimale Dauer einer Beschäftigung? Und in Interaktion mit all diesen Dingen, wie gut wurde der Job eigentlich gemacht? Und das, dieses Wie, ist eine Information, die ich auf dem Lebenslauf meistens gar nicht finden kann. Das heißt, das muss ich versuchen, aus allen anderen Informationen, die ich habe, abzuschätzen. Und das ist die spannende Aufgabe, die wir haben. Jetzt geht es heute allerdings gar nicht so sehr darum, wie unsere Algorithmen funktionieren oder funktionieren sollen in dem FAIR-Projekt, sondern die erste Frage, die wir beantworten mussten, ist, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass Algorithmen nicht diskriminieren? Und das hat man schon oft gehört, dass die Gefahr besteht, dass Algorithmen Diskriminierung aus der Vergangenheit manifestieren und so fortschreiben, indem sie einfach von den diskriminierungsbelasteten Entscheidungen von Menschen lernen und das dann einfach in der Zukunft genauso machen. Und dann habe ich vielleicht einen Effizienzgewinn, aber definitiv keinen Gerechtigkeitsgewinn. Und auch dieser Effizienzgewinn hält sich an Grenzen, wenn ich mir überlege, dass ich aufgrund eines bestimmten Merkmals, das gar nichts mit der Produktivität zu tun hat, ganze Bewerbergruppen ausgeschlossen habe oder die Wahrscheinlichkeit gesenkt habe, dass diese Gruppen eine Chance auf den Job haben. Das heißt, was sind eigentlich die Conditions, die erfüllt sein müssen, damit ein Algorithmus diskriminieren kann? Wie kann das passieren, dass Algorithmen diskriminieren? Und die erste Sache, auf die wir da gucken müssen, ist, kann ein Algorithmus bestimmte Gruppen identifizieren? Und ganz trivial ist das, wenn es eine direkte Identifikation gibt. Also wenn dem Modell direkt mitgeteilt wird, dieser Bewerber ist männlich, kommt aus Schleswig-Holstein und alle anderen Informationen, die ich sonst so haben möchte, dann ist klar, wie das Modell auf Basis dieser Informationen mitnutzen kann, um Entscheidungen zu treffen. Es reicht aber nicht, dem Modell die Informationen nicht direkt zu geben, weil auch eine indirekte Identifikation ist möglich. Und das ist eigentlich das Hauptproblem hier, weil das lässt sich in der Praxis nie ausschließen. Selbst wenn wir auf ein Tool wie den K-Score gucken, wenn ich Ihnen sage, dass da ein Bewerber in Aachen Maschinenbau studiert hat, dann werden Sie sich wahrscheinlich denken können, welches Geschlecht er hat. Wenn ich Ihnen jetzt noch sage, der war im Skatclub und ist am Wochenende immer Fußball gucken gegangen, dann verfestigt sich das vielleicht noch. Und wenn ich Ihnen dann hinten raus sage, der wäre noch Mitglied in der AfD, dann sind Sie fast 100% sicher, dass das nur ein Mann sein kann. Und das bedeutet, ich muss Ihnen gar nichts über bestimmte Eigenschaften einer Person sagen. Das Modell kann das indirekt aus allen anderen verfügbaren Informationen schätzen. Und das lässt sich in der Praxis relativ schlecht ausschließen, weil man dem Modell ja viele relevante Informationen geben möchte, um möglichst effiziente und gute Personalentscheidungen treffen zu können. Das heißt, die Datensparsamkeit auf der einen Seite ist vielleicht gut für die Diskriminierung, aber schlecht dafür, ein Modell zu bauen, was möglichst effizient ist. Und gerade Machine Learning Technologien sind recht verschwenderisch mit Daten und Variablen. Das heißt, da möchte man nicht a priori die Informationen zu sehr einschränken. Das heißt, Identifikation ist eigentlich fast immer gegeben. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Die zweite Condition, die aber auch erfüllt sein muss gleichzeitig, ist, dass ich in den Trainingsdaten Diskriminierung vorliegen habe. Und auch da ist es so, das ist fast immer der Fall. So wie ich Arbeitsmarktdaten nehme, wir haben das jetzt vorhin gesehen mit dem Gehalt oder den Gehaltserwartungen bei PIA, aber auch wenn ich mir Beförderungen oder Stellenbewertungen angucke, das sind alles Ergebnisse aus menschlichen Entscheidungsprozessen, wo zwangsläufig Diskriminierung drin vorliegt. Das heißt, wenn ich mit solchen Trainingsdaten trainiere, muss ich sehr, sehr vorsichtig sein und sollte die Trainingsdaten immer hinsichtlich dieser Diskriminierung untersuchen. Und dann gibt es auch statistische Möglichkeiten, die rauszurechnen. Ich könnte zum Beispiel einen Datensatz mit Gehaltsinformationen, könnte ich um den Gender Wage Gap, könnte ich den bereinigen, hätte dann einen Datensatz, mit dem ich besser trainieren kann, gerade wenn mir Diskriminierung wichtig ist. Oder aber ich nutze andere oder bessere Trainingsdaten in diesem Kontext, nämlich Trainingsdaten, die auf Verfahren beruhen, die neutraler sind. Und hier eignet sich die Eignungsdiagnostik sehr besonders gut. Ich kann mit bestimmten kognitiven Leistungstests, kann ich Items machen, die kulturneutral sind, wo ich dann auch Effekte wie Herkunft und Sprachverständnis rausnehmen kann. Raven Matrices zum Beispiel ist was wir ganz gerne verwenden. Und die Verfahren sind aber auch recht gut validiert hinsichtlich von Geschlechterunterschieden. Das heißt, das sind Sachen, die ich besser nehmen kann, um unsere Modelle zu trainieren. Und das ist was wir bei Case auch meistens
machen oder was wir für den Case Score, den Jan vorgestellt hatte, auch tun. Da geht es vor allem darum, eignungsdiagnostische Verfahren zu nutzen. Genau. Aber wo jetzt die genauen definitorischen Unterschiede sind und wie man die messen kann, zwischen Fairness, zwischen Diskriminierung und Effizienz, da wird Larissa uns mehr erzählen. Und deswegen freue ich mich, dass ich den Laptop jetzt einfach mal kurz rüberschieben kann. 2 Meter. Und Larissa übernimmt. Okay, vielen Dank, Philipp, für den Vortrag bis hierher. Ich würde jetzt, wie gesagt, im Folgenden gern darauf eingehen, wie man Algorithmen und Auswahlprozesse kontinuierlich überwachen kann und auf bestimmte Kriterien überprüfen. Global, aber auch in Deutschland, schreitet ja die Digitalisierung stetig weiter voran. Und im Zuge dieser Digitalisierung werden auch Ungleichheiten transparenter, aber in bestimmten Prozessen fehlt auch Transparenz oder Nachvollziehbarkeit, die man dadurch eigentlich erwarten würde. Das trifft vor allem auf die Arbeitswelt zu und stellt sie auch vor neue Herausforderungen. Gerade dem Begriff Chancengleichheit oder Equality of Opportunity, wie man es schon öfter gehört hat, wird mittlerweile auch in Gesetzen konkretisiert. Beispielsweise die UN haben die Chancengleichheit für Frauen explizit in ihren Sustainable Development Goals aufgenommen. Aber auch in Deutschland wird mit dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz den Arbeitnehmern erhebliche Rechte übertragen. Das besagt, dass eben Merkmale wie Geschlecht oder Herkunft nicht zu Benachteiligungen führen dürfen. Es gibt daher viele Gründe, Recruiting fair oder fairer zu gestalten, denn zunächst lässt sich so der Auswahlprozess effizient gestalten. Dabei ist man dann konform mit dem Gesetz, in Deutschland dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz, und Chancengleichheit ist nicht nur ein Begriff, sondern wird auch konkret umgesetzt. Ja, was ist eigentlich fair? Wir wollen ja evaluieren, inwieweit Algorithmen zur Verbesserung der Chancengleichheit beitragen. Und dafür muss man ein einheitliches Verständnis von fair und Diskriminierung schaffen. Denn Fairness ist ein sehr vielseitiges Konstrukt. So kann beispielsweise laut dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz die unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen im Einzelfall gerechtfertigt sein, wenn dadurch auf angemessene Weise einer bestehenden Diskriminierung entgegengewirkt wird. Und wie man im Schaubild sieht, muss es nicht zwangsläufig das Gleiche sein, einen fairen Auswahlprozess zu haben, wie einen Auswahlprozess, der nicht diskriminiert. Das liegt nämlich immer der Definition, die man zugrunde legt. Daran liegt es im Hauptsächlichen. Ein Einstellungsprozess gilt als fair, wenn für jeden zu besetzenden Job die optimale Person ausgewählt wurde und es quasi keinerlei Fehlentscheidungen im Prozess gibt. Es reicht jedoch schon aus, wenn bei der Auswahl der optimalen Person diskriminierungssensible Merkmale keine Rollen spielen. Es kann also Fehlentscheidungen geben, um eben der Definition von keine Diskriminierung um da zu landen. Und neben der Einhaltung der Regulatorik und den verschiedenen Auffassungen von Fair und Diskriminierung stellt sich die Frage, wie man jetzt als Unternehmen rechtskonforme, effiziente und faire Entscheidungen treffen soll. Deswegen würde ich im Folgenden gern die verschiedenen Modelle von Diskriminierung kurz aufzeigen. Wenn man sich fragt, wie ein Auswahlprozess im Modell aussieht, so ist es zunächst mal ganz einfach, denn was man beobachtet, ist eine binäre Entscheidung, nämlich die Person wurde eingestellt oder nicht. Natürlich liegt da viel mehr dahinter. Zweitens, kann die Person geeignet sein oder nicht? Das kann man ermitteln mit eignungsdiagnostischen Verfahren oder der eben vorgestellte K-Score. Das gibt alles eine Annäherung an die Performance des Kandidaten oder der Kandidatin. Und genau diese 4 Zustände kann man dann in einer sogenannten Confusion Matrix darstellen. Denn optimalerweise möchte man nur geeignete Kandidaten einstellen und nicht geeignete Kandidaten nicht einstellen. Das sieht man hier in der Diagonale, die True Positives und die True Negatives. Das wäre dann auch der Fall, in dem es keine Fehlentscheidungen gibt, also einen fairen
Prozess oder effizient. Die False Positives und False Negatives sind die fälschlicherweise nicht eingestellten bzw. fälschlicherweise eingestellten. Und hier geht es genau um diese Chancengleichheit, auf die wir uns fokussieren wollen. Aus der Confusion Matrix lassen sich noch weitere Metriken ableiten oder Konzepte von Fairness, nämlich einmal das Konzept der Gruppenfairness und die Individualfairness. Die Gruppenfairness lässt sich in zwei Konzepte unterteilen. Zunächst einmal die ungleiche Behandlung. Die lässt sich auf zwei Kriterien hin evaluieren. Einmal die Genauigkeit. Die Genauigkeit untersucht Unterschiede zwischen Gruppen, beispielsweise Frauen und Männern, auf Basis der True Positives und True Negatives, da der Fokus auf akkuraten Entscheidungen liegt. Also die Entscheidungen, die richtig getroffen wurden. Währenddessen Chancengleichheit Unterschiede in den False Positives und False Negatives anschaut, da Fehlentscheidungen ja auch als entgangene Chancen für Personen im Einzelfall interpretiert werden können, aber natürlich auch auf Dauer kostspielig sind für ein Unternehmen. Und dann gibt es noch das Prinzip der statistischen Gleichheit. Das wird oft auch Parität genannt oder ist als die Quote 50-50 bekannt. Diese Metrik konzentriert sich nur auf die Akzeptanzraten, also nur die Personen, die tatsächlich eingestellt wurden, egal ob korrekterweise oder nicht. Und das Prinzip der Individualfairness verlangt, dass Kandidierende, die das gleiche Ergebnis verdienen, auch das Gleiche erhalten. Unser Fair-Index, den ich gleich vorstellen möchte, der fokussiert sich auf das Konzept der Chancengleichheit, wie jetzt schon öfter erwähnt. Die bisher genannten Konzepte lassen sich aber nicht nur auf Auswahlprozesse im Allgemeinen übertragen, sondern man kann sie auch explizit auf Algorithmen anwenden, um diese kontinuierlich zu überwachen oder zu evaluieren. Man sieht jetzt hier den Kreislauf, der den Prozess eigentlich immer begleitet. Denn zunächst geht es darum, die richtigen Fragen zu stellen. Daraufhin lässt sich dann das benötigte Trainingsdatenset identifizieren. Im dritten Schritt wird dann der Machine Learning Algorithmus implementiert. Und im vierten gibt man dem trainierten Modell neue Daten und erhält eine Prediction. Und aufgrund dieser Prediction kann man dann auch im fünften Schritt evaluieren. Und hier findet auch der Fair Index seine Anwendung. Denn bei der Evaluation testet man, wie gut das Modell funktioniert hat und ob das Diskriminierung aufweist. Und gegebenenfalls kann man dann auch wieder zurück zu Schritt 3 und das Modell tunen, bevor das dann letztendlich seine Anwendung findet. Um auf diese Evaluation jetzt näher einzugehen, haben wir den Fair-Index entwickelt und er fokussiert die eben vorgestellte Chancengleichheit im Sinne der Gruppenfairness. Das heißt auch, er nimmt an, dass im Auswahlprozess eben Fehler unterlaufen. Wenn Unterschiede zwischen den Gruppen messbar sind, also zum Beispiel zwischen Männern und Frauen, und diese aber nicht auf die erwartete Leistung zurückzuführen sind, kann das ein Indiz sein für die systematische Benachteiligung bestimmter Gruppen. Und so macht der Fair Index Diskriminierungsneigungen von Algorithmen oder auch Bewertungsprozessen sichtbar. Man kann die Transparenz über den Status quo so erhöhen und deckt vielleicht auch bestehende Muster auf und kann diese über einen gewissen Zeitraum beobachten. Der Begriff Chancengleichheit ist ja jetzt schon öfter gefallen und hier sieht man nochmal in einem Entscheidungsbaum, was jetzt im Einzelfall damit gemeint ist. Eine Person wurde entweder eingestellt oder nicht. Und die Chancengleichheit fokussiert sich auf die im roten Kasten sichtbaren Fälle, in denen entweder eine Person eingestellt wurde, die nicht geeignet war oder ist,
oder eine Person nicht eingestellt wurde, die eigentlich geeignet wäre. Und wenn man jetzt dieses Einzelfallkonzept auf den Gruppenfall ausweitet, so wäre in dem Modell die Diskriminierung gegen Frauen sichtbar, wenn immer Männer fälschlicherweise eingestellt wurden, auf Kosten von fälschlicherweise nicht eingestellten Frauen. Und wenn auf jede fälschlicherweise nicht eingestellte Frau eine fälschlicherweise eingestellte Frau kommt, so ist der Prozess nicht diskriminierend im Sinne der Gruppenfairness. Hier sieht man jetzt beispielhafte Ergebnisse des Fair Index. Der Fair Index zeigt das Ausmaß der Diskriminierung auf einer Skala, die geht von minus 100 über 0 bis 100. Und hier sieht man das Ganze jetzt am Beispiel für Geschlecht und Herkunft des Bewerbers. Und allerdings ist es auch erweiterbar auf weitere diskriminierungssensible Merkmale, je nachdem, was man so in den Daten hat oder was man da sehen kann. Ein Wert von 0 bedeutet keine Diskriminierung. Das heißt, die Fehlentscheidungen gehen nicht zulasten einer bestimmten Gruppe. Genau andersrum bei den maximalen Werten oder minimalen von 100 und minus 100. Und noch ein wichtiger Punkt ist, dass der Fair Index Selektion berücksichtigt, denn es spielt natürlich eine Rolle, wie viele Leute sich beworben haben. Wenn sich jetzt viel mehr Männer auf eine Stelle beworben haben, so ist es auch natürlich, dass dann im Endergebnis mehr Männer eingestellt wurden, gegeben gleicher Eignung. Ja, durch das Internet und die voranschreitende Digitalisierung sinken ja die Kosten für eine Bewerbung immer mehr. Und so stehen Personalverantwortliche oft einer Vielzahl von Lebensläufen gegenüber. Deswegen gibt es viele Gründe, warum man die Vorteile der Automatisierung im Auswahlprozess für sich nutzen kann. Man kann den Auswahlprozess effizienter gestalten, indem man beispielsweise mit dem K-Score Lebenslaufstationen wie Universitätsabschlüsse in Sekundenschnelle deuten kann. Und man erhöht die Transparenz in Prozessen. Und ich würde hier gerne noch mal explizit erwähnen, dass man als Mensch ja meist nicht absichtlich diskriminiert, sondern da ja ganz unterbewusste Prozesse ablaufen können. Deswegen kann man sich gerade in diesen Situationen vielleicht die Neutralität des Algorithmus zunutze machen und letztendlich mit der Empathie die Personalverantwortliche in das Recruiting mit einbringen, vereinen. Und wenn Sie Ihren Auswahlprozess gerne mit dem Fair Index evaluieren möchten, da freuen wir uns, wenn Sie auf uns zukommen, denn wir unterstützen Sie dann sehr gerne dabei. Und jetzt möchte ich mich nochmal recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken.